Entschuldigung. Und ich... Ich sollte mich lieber... Fehlende Zutaten für den Kuchen für Familie Hase. Eine Handvoll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Hallo, Herr... Ah, du bist es. Der Junge mit dem Hut und dem kleinen Geldbeutel. Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben alles. Ich suche was leck. Viel besser noch. Er ist Matsch, nicht wahr? Bald wird er den ganzen Laden hier... Dann bald kann... Junior? Er ist schüchtern. Aber ein grausam guter Geschäftsmann. Ich glaube an ihn. Ganz, ganz fest. Hörst du? Junior? Es ist so schön, den eigenen Lebensabend abgesichert zu wissen. Der hochqualitative Rotdinge... Du hast eine ganz... Wer sich da... Ich sollte mich lieber mit... Du bist lustig, kleiner Junge. Ich sollte mich... Hämmern, werkeln jeden Tag. Ich sollte mich. Bis spät. Pass auf dich. Schon zurück? Ist es wirklich in Ordnung, wenn ich so lange von zu Hause weg bin? An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Was, wenn ich... Mit dem Rad erst... Ich mach... So, ich bin neid, doch es... Also... Hämmern, werkeln jeden Tag. Ich habe zwar nur versucht, das war ein Kürbis. Neues Werkzeug, Blitzeblank. Ach, er bleibt da lange. Ich sollte mich lieber mit. Das ist die Rücks. Das sind aber viel. In unserem Haus. Wir haben sogar mehr Stollen als die Waldzwerge. Aber klar, die sind ja auch nur zu dritt. Schöner Garten. Das ist prima. Ist ja hoffnungslos. Schöner Garten. Nur gucken, nichts anfassen.
Ich suche Witze. Bitte, keine Witze. Ich habe Kopfschmerzen. Uhu. Ich sollte mich lieber... Ich suche Witze. Bitte, ich habe... Uhu. Ich sollte... Mark, weißt du... Bitte, ich habe... Uhu. Wir bereiten schon das VIP, auch wenn dieser seltsame Gast erpicht ist, mir die Zeit zu rauben. Euer Land. Es liegt brach. Jede Sekunde eurer Untätigkeit ist ein Verlust. Wie oft sie das auch wiederholen, es macht doch keinen Sinn für uns. Uhu. Jerry, ich habe gesehen, wie ihr in unser Gemälde gesprungen seid. Uhu. Und du hast gut auf meine Nichte aufgepasst. Vielleicht hat Jonathan recht. Vielleicht weiß er mehr über diese Dinge als ich. Da oben darfst du nicht hin, Jungspund. Da oben liegen Dokumente zur Stadt, Recht und Verfassung. Für einen Einblick muss man schon außerdem... Ach so? Vielleicht entscheidest du dich... Der Grund hier muss arbeiten, doch er tut es nicht. Manchmal brauchen wir alles in... Wir bedürfen... Oh, wie... Okay, fertig. Wenn du die Zutaten findest, kann ich die Torte machen. Wirf einfach einen... Fisch. Pass auf dich. Der schläft tief und fest. Der Zwerg schläft. Kein Wunder, wenn sie immer Nachtschichten machen. Steinberg ist nicht da. Die Wand. Oder sie hat... Dann macht Mama bei... Also... Die Zwerge haben... Aber bei dem Krach könnte ich nicht... Nein, das gibt... Und es dreht sich links herum. Cool. So macht man also Blausaft. Die Maschine läuft wieder. Es steht still. Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Und es links. Cool. So macht man also Blausaft. Nein. Auf der Tür und? Und sie ist... Ich bin schon wie...
Es ist ganz dunkel draußen und die Zwerge sind weg. Die arbeiten bestimmt draußen auf den Feldern. Ich bin schon... Die Zwerge... Der sieht aus wie ein Arm, der in die Luft greift. Daraus könnte man sich eine prima Steinschleuder basteln. Oder eine Wünschelrute. Leider bin ich nur... Nein, der gehört... Und... Hä? Ich bin nicht stark genug, um den Ast zu ziehen. Und jetzt? Ich werf dieses Ende des Schnürsenkels durch das Fenster. Vielleicht. Und jetzt? Interessante Idee. Hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Nachher sperren mich die Zwerge doch noch in einen Stollen. Das hat doch mal geklappt. Solange ich mit dem Ast... Ich will keine Plak... Wow, der Wind pustet die Pusteblumen, aber sie sind zu weit weg, um... Nein. Nein, den... Ein Stopp bringen? Silberfolie. Das sind keine Sterne. Überall zwischen den Tieren. Das ist... Ich sollte mich... Überall zwischen den die Reichen, das ist... Der Zwerg glaubt jetzt schon, dass ich ein Einhörner knackig besser... Das muss nicht...
Nein, das gehört. Suche nach den magischen Kreaturen, die im Mauswald leben. Eine hast du bereits kennengelernt. Einen Klack, deine Karten. Doch dazu musst du ihn bitten, das Portal in... Suchst du mich? Nur ein Hund, aber ich, der Wind weht, das klingt fast, das Orgelspiel, wie bin ich dicht? Das bringt nichts. Da drüben sieht es auch interessant, aber hier komme ich nicht über den Bach. Wegen dem neuesten Angriff bin ich hier als Krähenspäher abgestellt worden. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Oh, danke? Keine Ursache. Tja, da müssen wir uns unsere Mückenstiche wohl woanders holen, was? Ich muss da... Auf bald und denk... Welle, Maulwurf, Maul und... Ich halte hier Wache und ernähre mich nur von diesen roten Beeren. Darbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue oder ein wärmendes Wort meiner Kameraden vor mich hin. Also, lass die Finger von meinen Beeren. Hagebutten sind cool. Das muss nicht...
schön warm. Feuer braucht eine Stadtwache nur bei Nacht. Und selbst dann nicht unbedingt. Ein Krähenspäher späht auch, wenn's friert und fröstelt. Wir sind nicht so zimperlich wie ihr Zivilisten. Wegen dem neuesten Ich halt da. Das Gebäude, das sieht aus, als hätte jemand groß. Es war eine große. Jetzt ist es ein Krähenab. Das muss dieser Knackkäfer sein, den die Kirchenmäuse vermissen. Na gut, komm, ekliger grüner Käfer. Knack, knack. Ich glaube, der gehört Ihnen, oder? Oh, du hast ihn gefunden. Unser süßer kleiner Sonnenschein ist wieder da. Junior, freust du dich? Diese Karte habe ich gefunden. Seltsam, oder? Ich schenke sie dir. Die ist so gruselig, die kauft eh keiner. Verschlossen. Ich glaube, für eine richtige Ich sollte mich... Nur staubig... Ziemlich lang... Alt? Thank you.
da warte ich hier oben im Baum die ganze Nacht und keiner kommt. Auf der grünen Insel wird das keiner wagen. Aber wenn du dahin willst, dann beeil dich gefälligst. Sonst gehe ich ohne dich durch den Baum. Und bring meinen Hut mit, du Knilf. Und ja nicht so einen wie deinen. Aber wie soll ich denn darüber kommen? Kannst wohl nicht schweben wie anständige Leute, du Süßteetrinker. Dann musst du zu Fuß rüber über den Ast. Das ist viel zu dunkel und zu hoch. Da sieht man ja nicht, wo man hintritt. Na, nur zu, du kleiner Erpresser. Wenn du vom Ast fällst, sammle ich den Hut einfach ein unten, während du Sternchen siehst. Nach deiner Hakenattacke auf mein kleines Leben hast du das verdient. Hui, von oben... Silberfolie. Ich will keine. Ein Tisch gefunden. Einige haben von einem Fuchs berichtet, der sich in den Feldern nahe der Bachbrücke rumtreibt. Wenn ich ihn sehe, kann ich ihn pieken oder Alarm schlagen. Außerdem sehe ich nach, ob die Glühnüsse in der Stadt noch funktionieren. Der Saft in den Nüssen leuchtet so ähnlich wie ein Feuerfliegenweibchen. Ah, ich verstehe. Ja, es ist etwas merkwürdig, aber das zieht die Feuerfliegen an. Ich hätte auch gerne so eine Nuss. Ich auch. Ich habe selbst keine zu Hause. Leider sind die sehr teuer. Außer dem Stadtrat und der Hasenfamilie kann sich die kaum jemand leisten. Aber ab und zu schaue ich bei der Hasenfamilie vorbei. Wenn sie feiern, wenn ich da die ganzen Glühnüsse und die glücklichen Gesichter sehe, wird mir immer warm ums Herz, egal wie kalt die Nacht auch ist. Nichts da. Hier kommt keiner rein ohne Einladung. Wie komme ich? Die bekommt man an Privatpersonen, werden sie nur in extrem seltenen Ausnahmefällen veräußert. Da muss man schon eine der wichtigsten und einflussreichsten Familien von Mauswald sein. So wie wir, die Familie Hase. Keine Geburtstagsfeier ohne die angemessene Glühnussdekoration. Na dann, ich muss nicht... Na, endlich! Hey, hey! Na dann, ich muss... Na, hier steht auch zur Kaltwasserbachbrücke. Sieht aber eher aus wie Bornierrücke. Wie seltsam. Da gaukeln grüne Lichter durch die Nacht. Vielleicht läuft da jemand mit einer Laterne spazieren. Da hinten über den Feldern tanzen ganz seltsame grüne Flammen. Ob das wohl Irrlichter sind? Wie unheimlich. Wow!
Sterne habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Da verschlägt es einem richtig die Sprache. Und man fühlt sich ganz klein. Die erinnern mich an die Leuchtsterne über meinem Bett. Ich fühle mich, als wäre ich schon unheimlich lange nicht mehr zu Hause gewesen. Hoffentlich geht's Mama gut. Mein alter Freund, der Mond, der vor meinem Fenster am Himmel wohnt. Ob das wohl der gleiche Mond ist, der bei uns am Himmel steht? Nein, das gehört. Nein. Nein. Die Tür ist jetzt offen. Hey, du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Oh oh.
Ich habe das Jurenteil über den Schlüssel gehängt. Das Uhrenteil statt des Schlüssels benutzt, ohne es zu merken. Die Tür ist jetzt offen. Jetzt könnte ich sogar durch die Hintertür ins Café kommen, wenn keiner hinguckt. Auch gerne nachts unterwegs? Ich liebe die Stille von Orten wie diesen bei Nacht. Dann kann man das Wispern von verborgenen Geschichten hören, die sich hier und dort verstecken. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Es geht um Mäuse und Eichhörnchen und den Wald. Möchtest du sie hören? Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Ich sollte mich lieber mit... Jetzt ist mein... Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Was? Wer? Oh, was für ein Duft. Frisch gebrüht. Oh, ja. Danke, danke, danke. Das sollte jetzt doch ein paar Minuten vorhalten. Aha. Ja, ja. Melde dich nicht freiwillig für die Nachtschichten, haben sie gesagt. Nicht in deinem Zustand. Haha. Aber wer, wenn nicht ich? Und seht mich jetzt an. Das Feuer des Ehrgeizes in den Augen entflammt. Darf ich jetzt die Kanone benutzen? Niemand darf die Kanone benutzen. Na ja, jetzt bist du ja wach genug, um das sicherzustellen. Versuch aber am besten keine Schäfchen zu zählen. Schäfchen. Warte, weich. Warte, weiche Schäfchen. Thank you.
einmal heißt er... Schade, dass ich keinen Kaffee... Ein paar Tropfen sollten reichen. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Oh, was für ein Duft. Frisch gebrüht. Er ist eingeschlafen. Diese Baldrian-Tropfen sind echt stark. Langsam bekomme ich aber ein schlechtes Gewissen. Na, wer weiß. Wahrscheinlich tut ihm eine Mütze voll Schlaf ganz gut. Hier mit Erbsen immerhin netter als mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber auch Erbsen feuere ich lieber nicht wild durch die Gegend. Für Mäuse und Eichhörnchen können die bestimmt auch schon ganz schön gefährlich werden. Jetzt zielt die Kanone in die Baumkrone über der Stadt. Die schießen immerhin, aber auch für Mäuse und Eichhörnchen. Super, da brauche ich erstmal eine Nuss. Wo kriege ich die Nuss her? Von den Hasen da. Das heißt, ich muss eine Torte machen. Torte zu machen. Dann muss ich die Bären, an die Bären rankommen. Bären ranzukommen, muss an der Wache vorbei. Ciao. Ich glaub... Na gut, ich sag immer, lachende Kunden sind zahlende Kunden. Also, zeig mir eine Show... Wenn's klappt, okay. Halt! Soll... Was für seltsame... Genau. Hallo, du. Wusstest du, dass der Mond für Ebbe und Flut verantwortlich ist? Mein alter Freund der Mond hat aber nichts mit dieser Überflutung hier zu tun. Und auch nicht mit den wilden Krähen, die diese Gegend am Tage heimsuchen. Siehst du die Lichter jenseits des Flusses? Dort liegt der Anfang der traurigen Geschichte für die Tiere von Mauswald. Ich hoffe, dass sie ein gutes Ende hat. Können wir nicht etwas tun, um zu helfen? Ich fürchte, das liegt nicht in unseren Händen. Aber warte, lass mich dir eine schöne Geschichte erzählen.
aus den Zeiten vor der Überflutung. In ihr besucht der alte Magier von Mauswald das Postamt am Fluss, lange bevor dieser über die Ufer trat. Möchtest du sie hören? Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Vor der Überflutung gab... Da hängt ein Zettel. Dieses Käserad hat einer unserer Gäste liegen gelassen. Da es seit 3 Jahren vergeblich auf Abholung wartet, dürfen sich nun alle Gäste kostenlos bedienen. Liebste Grüße, Anja. Kostenlos? Super! Oh Mann, der Käse ist steinhart! Haha, das hat doch mal geklappt! Riecht käsig. Wenn man das so faltet und dann... Tada! Ein Topf! Oh, kochst du was? Was denn? Mal sehen. Nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut alleine klar. Baldrian-Tropf. Lecker aus. Wenn der Käse jetzt noch gut gewürzt wäre, könnte ich schwach werden. Oh, wie wunderbar das duftet. Ein gut gepfeffertes Käsefondue. Davon kann man sich bestimmt eine Woche lang satt essen. Kann ich dann vielleicht ein paar von den roten Beeren haben? Beeren? Wer braucht die schon? Nimm so viele du willst. Wenn die so gut riechen, wie sie schmecken.
Ich glaube, ich habe jetzt bald genug Beeren für 4 Spiele gesammelt. Wenn die so gut riechen, wie sie schmecken. Ich glaube, ich habe jetzt bald genug Beeren für 4 Spiele gesammelt. Fehlende zu eine Handvoll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Nein, ich bin besser. Jetzt schon Saft aus dem Hang. Jetzt kann ich Rüben. Ein Becher voll dickem süßen Sirup. Oh, hallo du. Ich dachte, ich wäre alleine. Schleichst du auch gerne nachts durch die Welt, bewegst dich hinter den Kulissen. Dort finde ich viele meiner Geschichten. Ich kenne auch eine schöne Geschichte über die mürrischen Waldzwerge, die hier wohnen. Möchtest du sie hören? Gefällt dir meine Geschichte zwischen den Splitter verloren? Und vielleicht gibt vielleicht kein... Die Burschen sind... Hoffentlich sind sie warm angezogen, sonst kriegen sie wieder Zwergenschnupfen. Warm angezogen? Wir? Pah, Zwerge müssen sich nicht warm anziehen. Aber sie hatten doch gerade erst eine schlimme Erkältung. Pah, meh, bäh. Jetzt habe ich Milch. Ich bin... Willkommen zurück. Auf dem kleinen Zettel stehen Abbrauch. Okay.
Die Hasenfamilie. Vielleicht laden sie dich ja sogar auf eine ihrer Geburtstagspartys ein, Sahnetropfen. Nochmal zur Torte für die Hasenfamilie. Wenn du die Zutaten findest, kann ich die Torte machen und du kannst sie den... Zutat für die Torte. Vielen Dank, mein Krokantküstchen. Es fehlt nur noch eine Hand und dann Schokolade und Rüben. Zutat für die Torte. Vielen Dank, mein Krokantküstchen. Es fehlt und eine Zutat für die Torte. Vielen Dank. Das ist eine Zutat für die Torte der Hasenfamilie. Jetzt haben wir alles. Honigwabe. Bis morgen backe ich eine pfannkuchentastische Torte. Dann kannst du sie abholen und der Hasenfamilie bringen. Vielleicht laden sie dich ja sogar auf eine ihrer Geburtstagspartys ein, Sahnetropfen. Wenn ich hier zu lange lese, machen die zu und setzen mich vor die Tür. Sieht aber lecker aus. Dank dir. Kannst du sie der Hasenfamilie vorbeibringen? Klar. Vielen Dank, mein Krokantküstchen. Hallo, Herr Hase. Ich bringe euch die Torte, die ihr bei Anja bestellt hattet. Ach, dem Himmel sei Dank. Ich meine, wird ja auch Zeit. Sein sollte, dass du nicht völlig unbrauchbar bist. Sieht auch gut aus, die Torte. Weißt du was? Ich mache für dich eine große Ausnahme. Ab heute darfst du offiziell an unseren weit über Mauswald hinaus bekannten und überaus beliebten Hasenfesten teilnehmen. Wow! Und jetzt stehe nicht weiter rum. Meine Güte, der ist aber launisch. Heute darfst du offiziell an unseren weit über Mauswald hinaus bekannten... Wow! Und jetzt stehe nicht... Los! Meine Güte, ich hoffe, seine restliche... Wow, was für eine Party! Das sind ganz schön viele Leute hier. Jawohl, ein Geburtstag ist immer ein großes Highlight für Familie Hase. Aber feiern die Hasen nicht jeden Tag Geburtstag? Natürlich. In so einer großen Familie ist das ganz normal. Hoch die Tassen! Wer will heute schon an morgen denken? Heute haben alle Geburtstag. Du auch. Hier, nimm! Oh, da ist was eingraviert. P
Peter Maus Trophäenparadies. Erfolgsmomente zu Schleuderpreisen. Diese Hasen verstehen es wirklich. Diese Bohle sieht wirklich verlockend aus. Sie duftet nach Brombeeren. Das erinnert mich an Mamas köstlichen Brombeerkuchen. Davon hätte ich jetzt gern ein großes Stück. Ich hoffe, Mamas Kuchen ist noch nicht kalt, wenn ich endlich wieder nach Hause komme. Das ist meine Trophäe. So. Oh, Gesch. Oder eher einen Briefkasten. Naja, die Beschenkte scheint sich ja zu freuen. Hasen. Jetzt gibt es für die Feiernden endlich auch etwas zu essen. Jetzt kann ich das Fest endlich in Ruhe genießen. Wenn es keine Torte gibt, sind meine jüngeren Geschwister immer unausstehlich. Ist es nicht eine Freude, die Übersicht darüber, wer heute Geburtstag hat, haben? Ich dachte, du wolltest heute Abend tanzen. Meine armen kleinen Füße. Ich habe mir heute Nachmittag Blasen getanzt. Oh, weh. Dabei habe ich mich so auf das Fest gefreut. Ich muss dir einen weg, gerne. Also, wieso? Summen Bienen. Keine Ahnung. Weil? Hab's vergessen. Oh. Aber der hier wird dir gefallen. Wieso trinken Mäuse nie zu viel Blausaft in einer Bar? Na? Weil? Ich kann mir einfach keine Pointen merken. Aber ein Kaninchen. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind, obwohl sie für genau zwei reserviert haben. Warum? Weiß nicht. Weil? Ich weiß es auch nicht. Schade. Wenn du sie weitererzählst, weiß vielleicht jemand die Antwort. Jemand mit Humor. Ich habe mir die halben Witze notiert. Ui, das sind sie nicht faszinierend? Der Saft in ihnen zieht massenweise Glühwürmchen an. So eine könnte ich gut gebrauchen. Dann nimm dir doch eine. Aber sei vorsichtig. Wenn die zerplatzen, ist alles voller Leuchtsaft. Perfekt! Diese Ha... Guten Abend. Was? Ich bin's. Naja, aber ich bin trotzdem eigentlich... Du bist... Wie ist der... Penny? Dann endlich. Und jetzt... Ich glaube aber, dass... Wester! Immer noch ich. Oh nein, oh nein, oh nein!
Oh nein! Oh, wenn jetzt deine Krähe gekommen wäre. Oder mein Vorgesetzter. Ich brauche ganz, ganz dringend einen schwarzen Kaffee. Warum hat Anjas Kaffee nur nachts geschlossen? Warum nur? Warum? Okay, ich... Wie? Oh, keine... Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Ein paar Tropfen sollten reichen. Ich habe hier... Oh. Frisch. Oh, ja. Boing. Diese Baldrian-Tropfen langsam bekommen. Na, ja, wahrscheinlich tut. Okay, mal sehen, ob das klappt. Wow! Ich habe fast den großen Ast hinter dem Rathaus getroffen. Sieh sich das einer an. Das leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Wie schön. Und trotz dem Krach schläft die Wache immer noch tief und fest. Leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Wie schön. Immer noch ganz schön hoch. Aber jetzt kann ich zumindest sehen, wo ich hintrete. Hoffentlich geht das gut. Geschafft. Ganz schön abenteuerlich. Ist dir klar, wie lang? Jetzt bin ich uralt. Noch ein paar Tage. Du bald hast doch sicher hier den Baum beschossen, oder? Hab hier oben gerade an nichts Böses gedacht und fast den Löffel abgegeben, aber konnte ich ja nicht, weil du mir den geklaut hast. Wenigstens hat der Baum jetzt eine schöne Farbe. Was zur Frau Holle willst du eigentlich in meiner Welt, du Jungspund? Du willst mir doch bestimmt nur deine drei Wünsche abpressen. Ich bin ein Zauberlehrling und will einen Zauberspruch lernen. Gib mir den Hut und ich nehme dich mit. Den behalte ich, bis wir drüben sind, okay? Du misstrauischer Knabe! Nun gut, aber wer in meiner Welt nach Zaubern sucht, der kommt zu mir. Aber du kannst dir ja einfach was wünschen. Ob der das mit dem Wünschen wohl ernst meinte?
Das Portal ist fest verschlossen. Aber ich muss... Klingt wie in einem Science-Fiction-Film. Es sieht nach Regen aus. Hast du warme Sachen, deine Regenjacke und einen Schirm eingepackt? Hätte Mama bestimmt gesagt. Naja, ganz so schlecht wäre der rote Pinguin-Kratzepulli jetzt doch nicht. Von mir klaut niemand! Das sieht echt... Vielleicht bin ich kein Archäologe, aber dieser Turm sieht echt alt aus. Ich kann nichts sehen. Da hängt irgendetwas von drinnen vor dem Fenster. Einmal die Nummer 40B, übergroßer grüner Hut. Na, das wurde aber auch Zeit. So lange Beine und trotzdem so ein Schneckentempo. Setz Großväterchen den mal direkt auf. Mein Kleeblatt friert. Sagen Sie mal, wo sind wir denn eigentlich hier? Da klebt mir Flügel an und nimm mich Waldfee. Junge, wir sind im Lande des wallenden Windes, der tollsten Tiefe, des säuselnden Sees und der sanften Melancholie des Mondes. Oh, was für ein nasskaltes Hundswetter. Das habe ich gerade gesagt, du kleiner Kleeblattkapper. Wünsche, Pünsche. Immer wollen alle nur das eine von mir. Da muss man sich ja versteckt halten. Du willst dir doch sicher 5000 leuchtende Laubtaler wünschen. Ich darf mir was wünschen? Ist ja toll. Das ist die Tradition. Und es geht traditionell nach hinten los. Was war das gerade? Gar nichts. Aber wo soll ich denn so viel Geld hintun? Darum sorgst du dich? Hab dich doch gesehen. Hast Krimskrams gesammelt. Muss tiefe Taschen haben, du Brackwasser-Teetrinker. Und 5000 Laubtaler sind es dir nicht wert, deine Taschen zu leeren? Damit kriegst du 10.000 Tüten Gummidrops, 1000 Comichefte oder 100 Videospiele. Das klingt ja super, aber eigentlich... wie hast du mich vorhin nochmal genannt? Grünschnabel, Balk, Kartoffelnase, drei Käse hoch, Kleeblattkapper, Brackwasser-Teetrinker, Schleimschneck, Kleinkartoffelbauergehilfe, mieser Mückennährer, Quengelquappe. Ah ja, da waren auch ein paar neue dabei, oder? Wäre ich am allerliebsten jetzt schon ein Meister meines Fachs? Na gut, so sei es denn. Du bist nun ein professioneller, zertifizierter, ganz offiziell ausgezeichneter Klempner. Wie? Aber ich... Meister eines Faches bist du jetzt. Und Klempner sind für ihre Nützlichkeit überall beliebt. Zwei Wünsche verbleiben, du kleinen Kartoffelbauergehilfe. Okay, dann... wünsche ich mir, dass ich jetzt schon fertig bin mit meiner Ausbildung. Okidoki! Also bisher merke ich nichts. Also doch, es kitzelt ein klein wenig. Oh, ist das Kitzeln an meiner Nase meine neue Kraft, die ich erlangt habe? Huch, was klebt mir da im Gesicht? Ein Schnurrbart. Ganz wie die großen Erwachsenen, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig sind. Aber ich wollte doch keinen Schnurrbart haben. Ein Wunsch verbleibt, mieser Mückenlehrer. Oh nein, ich wünschte, ich wäre erfolgreicher darin, meine Worte zu wählen. Gesagt, getan, dein dritter Wunsch. Mamma mia! Oho, was haben Sie mit meiner Stimme gemacht? Bei meinem Bart? Was könnte erfolgreicher sein als ein schnurrbärtiger Klempner mit italienischem Akzent? Und diese Schnurrbarte juckte ganz fürchterlich. Ich hab dich gewarnt, Bursche. Nimm einen Wunsch nie auf die leichte Schulter, sonst geht er ratzfatz nach hinten los.
Per favore, ich tue alles. Ich gebe Ihnen auch den Löffel, das Kobalt und die Nägel zurück. Aber zaubern Sie mich wieder normal. Willst du etwa einen O'Donnell bestechen? Mit seinem eigenen Hab und Gut, was du ihm unrechtens entwendet hast? Unverschämter Schlingel! In Ordnung. Du mit deiner verdammten Liebenswürdigkeit. Ich kann wieder atmen. Vielen Dank, dass Sie alle Wünsche rückgängig gemacht haben. Dass ich alle Wünsche rückgängig mache, habe ich nicht gesagt. Du bist besser dran, wenn du Klempner bleibst, Junge. Lieber eine Handvoll Fähigkeiten als ein Sack voll Gold. Jetzt hattest du deine drei Wünsche. Lass mich endlich in Ruhe. Huch, wo ist der jetzt schon wieder hin? Komisch. Ich bin mir sicher, dass er hier hineingelaufen ist. Moment, wie ist das denn hierher gekommen? Das ist doch wieder dieser Zaroff. Diese Flagge riecht nach Hund. Woher weiß ich das? Wir haben doch gar keinen Hund. Da ist er ja. Entschuldigung? Bei St. Patrick? Was denn noch, du gieriges Balk? Eigentlich suche ich nach einem Zauberspruch. Hier wirst du zumindest keine Magie finden. Es hat sich Ratzekarl ausgezaubert. Ich kann's nicht mehr. Wieso denn das? Sehen diese vermaledeiten Mundwinkel besonders überzeugend aus? Ohne Regenbogen sitze ich hier fest. Wenn ich schlechte Laune habe, kann ich keine Regenbögen machen. Kein Regen, kein Nix. Und was kann dich wieder zum Lachen bringen? So etwas ist kein Kinkerlitz hier, du Kartoffelnase! Da brauchst du schon etwas Besonderes, um meine Laune wieder hinzubiegen. Etwas ganz Besonderes. Grinsendes. Der alte Lappen ist... Krächzender Hafen, aber nein! Was hat das denn für einen Sinn, wenn man Sachen mir nicht... Ich will es, wenn schon, selbst finden. Grüne Hügel, so weit das Auge reicht. Das ist meine Truppe. Oh, was erblicken meine müden Augen da? Ist das Silber? Ein klitzekleines Silberbecherchen? Ziegendrick und Hackepeter, das ist ja so stumpf wie ein Teertopf. Das hat wohl nicht ganz... So, einfach ein bisschen polieren. Perfekt. Huch, die Flagge ist beim Polieren zerbröselt. Dann wollen wir mal. Was für schönes Wetter hier draußen. Ah, die Waldmeisterlimonade ist besonders erfrischend aus diesem blank polierten Silberpokal. Ich hab ihn mal in dieses Fenster gestellt und schaue nun in die entgegengesetzte Richtung und lasse mich von der grünen Landschaft ablenken. Was leuchtet denn da? Ein klitzekleines, blitzeblankes Silberkrügchen? Oh, eine Schönheit der grünen Insel würdig. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen. Die Welt ist immer noch schön. Mutter, Emmet kommt heim. Halt! Ich muss doch noch einen Zauber lernen.
Vielleicht bin ich... Oh nein! Wieder ist er verschwunden. Aber diesmal für immer. Auf dem Regenbogen kann ich nicht reisen. Was mache ich denn jetzt? Es liegt Magie in der Luft. Zum Greifen nah. Aber er ist weg. Und ich habe nicht einmal gesehen, wie er den Regenbogen herbeigezaubert hat. Deine Antwort liegt im Regenbogen selbst. Er wird sich bald wieder auflösen. Beeil dich. Wow, die Farben. Er sieht fast aus, als ob man ihn berühren könnte. Das kannst du. Das musst du. Berühre ihn. Ich dachte, sie wären nur eine optische Illusion. Durch die Kraft des magischen Regenbogens hast du deinen zweiten Zauber gelernt. Mit ihm kannst du es regnen und grün sprießen lassen. Wow! Diese Hand wasche ich nie wieder. Kehre zurück zum Portal. Da du den Zauber dieses Ortes erlernt hast, steht dir das Portal wieder offen. Aber beeil dich. Was liegt denn da? Noch so eine Karte. Ob der Grünhut die verloren hat? Das bin doch ich da drauf. Mit irgendeinem Hund. Seltsam, aber ich erinnere mich gar nicht daran. Komisch. Wiedersehen, regnerische grüne Landschaft. Komisch, aber ich glaube, ich werde den kleinen Mann mit dem Hut vermissen. Hier ist es immer noch Nacht. Und jetzt? Was war denn das für ein Geräusch? Jerry, bist du das? Meinen Namen gerufen? Vielleicht werden wir es bald erfahren. Doch viel Zeit ist uns nicht gegeben. Der zweite Nagel ist eingeschlagen. Der zweite Nagel? Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Es hält sich das Gerücht, dass ein Fuchs bei Nacht durch die Felder von Mauswald streift. Er ist nicht aus dieser Welt. Ein Fuchs? Das klingt gefährlich. Schöner aus von hier. Und eine von den Kanonen. Nichts. Da ist...
Ich wende mich damit lieber an Profis. Nach meiner Bühnenerfahrung bin ich mit ungetesteten Witzen lieber vorsichtig. Ich frage mich, wie er das... Vielleicht haben Frösche... Wohey! Hallo, Jerry. Na, wohin soll es gehen? Auf geht's! Halt dich fest, Jerry. Bis später! Na, mal sehen, ob das klappt. Und bitteschön, eine Treppe. Ich gebe zu, ich bin von mir selbst beeindruckt. Noch besser wäre natürlich eine Pilzrolltreppe gewesen. Ganz schön hoch hier. Und kalt. Was ist denn das für einer? Ein gruseliger Mottenmann. Und der Eingang hinter ihm sieht auch seltsam aus. Er scheint förmlich zu flüstern: Jerry, komm näher. Ich habe ein Portal verschluckt. Wieder einer. Da ist es dunkel, aber ich sehe ein Leuchten am Ende des Tunnels. Hoffentlich ist das das Portal und nicht irgendwas anderes. Manchmal ich dürfte, dann könnte ich die ganze Nacht. Entschuldigung, ich suche nach einem Baumportal. Haben Sie sowas in Ihrem Nest, zu Hause? Und wenn ja, dürfte ich es sehen? Oder durchlaufen? Ist das ein Ja? Einmal blinzeln für Ja. Vielleicht hört er mich ja nicht. Hallo? Herr Motte, ich hätte da mal eine Frage. Wenn wir Oma besuchen, muss ich auch immer laut sprechen. Und wenn man laut genug schreit, klingt alles wichtig. Keine Nichtflügler. Oh, Entschuldigung. Frau Motte. Bitte was? Nichtflügler. Deine Schwingungen entfremden den Ort. Oh. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber... Aber ich glaube, das ist ein Privatbereich für Insekten. Schade, dass ich keine Flügel habe. Hm.
Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Nichts. Da... Nichts. Wie seltsam. Das sah ja fast aus, als ob du das mit dem Regen warst. Ja, also ich hab... Oh, oh. Was ist denn, Jerry? Ein Fuchs? Was? Wer bist du? Jerry, sei vorsichtig! Nicht! Bewegen! Wow. Oh, mein kleines Froschherz rast noch wie verrückt. Zum Glück hatte der Fuchs keinen Appetit auf uns beide. Das war kein einfacher Fuchs. Hast du nicht gesehen, wie viele Schwänze er hatte? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Was für ein Schreck aber auch. Meine liebe Libelle. Der Fuchs ist Richtung Sumpf gesprungen. Ich muss ihm hinterher. Ist er? Was für ein seltsamer Fuchs! Er ist zurück in die Felder gesprungen. Sah fast so aus, als ob er in den Sumpf wollte. Aber der Weg ist überflutet. Nichts. 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 Sendepause. Das mache ich besser bei Tag. Ich habe da Witze von Jonathan Eichhorn aufgeschrieben. Hab's extra notiert. Schieß los. Wieso summen Bienen? Ganz klar, liebes Publikum. Weil sie den Text vergessen haben. Und?
Wieso trinken Mäuse nie zu viel Blausaft in einer Bar? Aus demselben Grund wie ich. Sie wollen nicht mit einem Kater aufwachen. Okay, den verstehe ich nicht. Egal. Ein Kaninchenpaar will auf eine Luxusreise. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind, obwohl sie für genau 2 reserviert haben. Warum? Weil sie noch 2 sind. Verstehe ich auch nicht. Aber das Publikum liebt das. Du könntest wirklich ein guter Co-Moderator werden. Ich habe mir die Antworten notiert. Jetzt habe ich 3 vollständige Mauswaldwitze. Ich habe gehört, dass es... Das würde ich mit... Aber ich bin... Oh. Ich habe echt... Na dann, viel Glück. Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus-Junior Jerry, meine Damen und Herren. Hey Jerry, kommt jetzt wieder die Nuss? Nein, jetzt wird's witzig. Wir drücken dir die Daumen. Na gut, also... Wieso summen Bienen? Keine Ahnung. Warum summen Bienen, Jerry? Weil sie den Text vergessen haben. Der war gut. Mehr davon. Wieso trinken Mäuse nie zu viel Blausaft in einer Bar? Na, sie wollen doch nicht mit einem Kater aufwachen. Super. Echt gut, der Junge. Den hier werdet ihr lieben. Ein Kaninchenpaar will auf eine Luxusreise. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind, obwohl sie für genau 2 reserviert haben. Warum? Sag's uns! Na los! Weil sie noch 2 sind! Genial. Darf man aber nicht jedem erzählen. Nee. Danke. Jerry, komm von der Bühne. Mein Junior hat das neue Wissen in sich aufgesaugt wie eine Wassernuss. Er ist genauso begeistert wie das Publikum. So voll mit Elan habe ich ihn selten erlebt. Und so eine Reaktion hat der Wassertrick nie hervorgebracht. Dafür, dass du Junior zu einem klasse Comedian gemacht hast und mich meiner Rente einen guten Schritt näher gebracht hast, geben wir dir gern die Wassernuss. Nicht wahr, Junior? Junior. Ja, er stimmt mir zu. Nimm dir die Wassernuss. Großartig, vielen Dank. Du wirst sehen, bald ist mein Junior ein großer Star. Und du wirst sagen können, ich habe ihn schon vor seinem Durchbruch gekannt. Ich fühle mich sehr, geehrt. Das mache ich besser bei Tag. Mal sehen, wie viel Wasser diese famose Wassernuss wirklich saugen kann. Die Nuss hat Wurzeln geschlagen, aber wirklich viel Wasser hat sie jetzt nicht weggesaugt. Herr Kirchenmaus hat gesagt, dass die erwachsenen Wassernussbäume ganze Teiche leersaugen können.
Aber ich kann den Baum jetzt nicht jahrelang beim Wachsen zusehen. Vielleicht können wir dem kleinen Wassernussbaum etwas unter die Arme greifen. Wow! Das ist die richtige Einstellung. Liebe Zuhörer, Gräber hat sich wieder ausgebuddelt. In einem Stück und knochentrocken. Wir fahren also fort mit unserem Programm auf Wellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Wir beginnen wie immer mit meiner Lieblingsmusik. Zu Ehren der Füchse errichtet. Oder um Hühner zu ärgern. Sieht doch ganz gemütlich aus. Eine blaue Wurzel. Diese schöne Zwergwurzel habe ich von den Zwergen geschenkt bekommen. Als Dankeschön dafür, dass ich in meiner Sendung für sie geworben habe. Aber unsere Zuhörer daheim wissen das sicher schon. Das ist Sumse, die Taufliege. Meine Hausfliege, Haustierfliege, Fliegenhaustier, Stubenfliege. Eigentlich gehört sie dem Postbiber, aber ich habe sie schon ins Herz geschlossen. Aber und hier neben mir steht Jerry Haselnuss, liebes Publikum. Ja, wir alle wünschen dem jungen Baumläufer viel Glück. Doch jetzt geht's weiter im Programm. Ich war im Radio. Ja, wir alle wünschen dem jungen Baumläufer viel Glück. Doch jetzt geht's weiter im Programm. Für eine tolle Blume. Ich sollte sie nicht pflücken, aber anfassen darf ich sie doch. Ist ja kein Museum. Nichts. Da ist wohl nichts. Wie ein holziger Korkenzieher. In groß. Platos Briefkasten. Was da wohl drin ist? Ich habe die Wahl. Nasse Füße oder Unwissenheit. Ich bevorzuge trocken und dumm. Schick. Dem Briefkasten nachzuurteilen wohnt der Plato. Das riecht nach nasser Erde und Gras. Schick. Dem Briefkasten. Ein Aufkleber. Noch einer. Noch so ein Tropfen. Thank you.
Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Nichts. Nichts. Sieh sich das Leuchten. Ich hab fast den... Was? Wow. Der Fuchs ist richtig. Da ist er wieder. Er ist weiter in den Sumpf gesprungen. Sah fast aus, als ob er auf mich gewartet hätte. Nichts wie hinterher. Nanu? Wo ist der Fuchs denn jetzt hin? Noch eine Fuchsstatue. War die vorher schon hier? Du hast mich erwischt. Leider muss ich jetzt nach Hause. Der Fuchs ist in ein Portal gesprungen. Ich darf mich nicht wieder abhängen lassen. Liebes Publikum, Sie werden nicht glauben, was ich eben gesehen habe. So bist du also schließlich wieder zurückgekehrt zu uns, Kitsune. Ich hoffe, dass du diesmal länger bei uns weilst. Der Fuchs ist schon wieder weggesprungen. Kitsune heißt er also. Aber wer hat da eben mit ihm gesprochen?
wo ich wohl diesmal gelandet bin? Es ist ganz still hier, als ob es weit und breit keine Menschen gibt. Nur noch mehr von diesen Fuchsstatuen. Aber ich höre ein ganz leises Klingeln oder Läuten. Zu Ehren der Füchse errichtet. Nichts passiert. Vielleicht liegt es daran, dass sie aus Holz ist und nicht aus Stein. Vorhin hat sich das angehört, als ob sie gesprochen hätte. Hallo, ist da jemand? Keine Antwort. Was für eine seltsame Statue. Ob das wohl auch ein Fuchs sein soll? Nichts. Da ist wohl nichts. Da hinten im Busch. Jetzt sehe ich dort etwas glitzern. Da hängt ein goldenes Glöckchen drin. Ob der Fuchs aus Mauswald die verloren hat? Vorhin hat... Hallo? Keiner... Was für... Ob das wohl auch... Hallo? Ist da jemand? Keine Antwort. Hoho, ganz schön laut. Das ist ja eine richtige Armee von Fuchsstatuen. Gruselig. Wer stört meinen Schlaf? Ich kann dich nicht sehen, doch ich spüre deine Anwesenheit. Dein Schritt soll dich bis hierher führen, doch keinen Schritt weiter. Ich bin Wächter dieses Tores. Ich bin Hüter dieses Ortes. Ein Fuchs mag noch so blind sein. Riechen kann er dich über Meilen hinweg. So auch ich. Wie bist du an diesen Ort gelangt, den wir Füchse den Menschen abgerungen haben, lange nachdem sie ihn uns weihten? Mensch! Da ich dir an diesem Tor Einlass nicht gewährte, musst du über den Baumknoten an diesen Ort gelangt sein. Ja, das Portal. Kitsune. Ihr Umgang mit Menschen hat sie fast so blind gemacht, wie ich es bin. Ist das ein Grund, mich nicht durchzulassen, oder? Dieses Tor bleibt Menschen verschlossen. Kitsune. Ihr Umgang... Ist das ein... Dies...
Kitsune? Bist du es? Der helle Klang deines Glöckchens ist mir unverkennbar. Oh, ich... Du glaubst, du kannst eine alte, blinde Fuchsseele wie mich täuschen? Na ja, ich... Ein Mensch täuscht einen Fuchs. Wie wunderbar! Eigentlich wollte ich dem Fuchs nur dieses Glöckchen zurückbringen. Ah, eine edle Geste, ihr den verlorenen Besitz wiederzubringen. Du darfst passieren. Doch sei vorsichtig, Mensch. Traue niemals einem Fuchs. Besonders nicht einem wie ihr.